Hallo und herzlich willkommen zu God of War. So. Haben wir dem Geist geholfen? Jutes. So, wir haben heute Freitag. Und ich bin jemand, also im Real Life, der an Depressionen erkrankt ist. Und da hat meine Therapeutin mir das Prinzip der Achtsamkeit näher gebracht. So, und da habe ich jetzt zum Geburtstag einen Achtsamkeitsratgeber von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und da steht zum Beispiel drin, nicht Ratgeber, also hier so ein Übungsbuch. Tragen Sie bitte mit Kugelschreiber drei Dinge, die Sie heute unbedingt tun wollen, ein. So, und dann habe ich eingetragen, ins Büro fahren, zum Sport und einkaufen. So, und dann blätter ich die Seite um und dann steht da, so, und jetzt nehmen Sie sich die Freiheit, alle drei Dinge durchzustreichen. Und das habe ich getan. Deswegen. Nix Büro, nix Sport, nix Einkaufen. Ich zock heute God of War. Wem Achtsamkeit nicht sagt, kurz gesagt ist es das, wenn ihr auf der Arbeit seid, dann denkt ihr daran, Urlaub zu haben. Und wenn ihr im Urlaub seid, dann denkt ihr an die Arbeit. Und das ist dann nicht achtsam. Vor allem, weil es bescheuert ist. Es ist Energieverschwendung. Sich zu ärgern, dass man auf der Arbeit ist und nicht im Urlaub, ist einfach, ist müßig. Und genau umgekehrt ist es noch bescheuerter, wenn ihr im Urlaub seid, eben an die Arbeit zu denken und sich da Sorgen zu machen. Ist genauso bescheuert. Könnt ihr auch nichts dran ändern, wenn ihr da am Strand seht. Oh. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Hat der uns nicht irgendwie so Kackdinger gegeben? Warte mal, ich glaube, wir nutzen das Tor lieber mal. Das ist kürzer. Was mir aufgefallen ist, ist hier gar nicht. Na gut. Hey Mimir, es schien, als kennst du Brock und Sindri. Ah, die Höldebrüder. Na, er kennt sie nicht. Sie sind recht berühmt oder berüchtigt, je nachdem, wie man es sieht. Sie haben Mjölnir geschmiedet, Thors Hammer. Die größte Mordwaffe der Asen, der Fluch des Volkes der Riesen. Sie haben Thors Hammer gemacht? Ich dachte, sie mögen die Asen nicht. Ah, tun sie auch nicht. Aber das war vor langer Zeit und sie wollten sich unbedingt einen Namen machen. Mir scheint, da haben sie ein bisschen übertrieben. Ich habe so einen Spaß an dem Game, ne? Aber ich will auch gerne das Neue zocken. Ja, so, hier. So, wir sind ja jetzt hier. So, und dann steht da zum Beispiel 71% abgeschlossen auf der Todesinsel. Da haben wir 100, 100, 85. Das ärgert mich ein bisschen. 11% im Wildwald. Das ist ja... Vielleicht komme ich da nochmal hin. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier alles abgegrast, ne? Dann können wir jetzt mal hier zur Hauptquest. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Ne.
Und soll ich aber sagen, der tat gut, alle drei Dinge durchzustreichen und jetzt einfach das zu machen, was ich tun möchte. Steht auch in dem Buch drin. Freiheit bedeutet nicht zu tun, was man will. Sondern Dinge sein zu lassen, die man tun muss. Weißt du denn das? Alter, der ist aber groß. Der ist aber groß. Gut, weiter so. Der Junge, der hat... Der hat's auf jeden Fall. Sehe ich ganz genau. Aha. Er will nicht? Er will nicht. Gut. Wenn er nicht will, will er nicht. Warum sollte ich jetzt da hochfahren? Ich kenne dafür keinen Grund. Naja, dann halt noch nicht Hauptquest. Das ist schon wieder ein Zwerg am Hämmern. Das ist halb richtig. Was hast du denn gehört? Thor Sommer ist da. Oh, ja, er ist von uns. Mjölnir hat uns bekannt gemacht. Gab das einen Ansturm. Götter und Könige kamen. Wir waren ein tolles Gespann. Was ist passiert? Ach, naja, das ist eine lange Geschichte. Dinge geschahen, die uns diesen gewissen... Funken raubten, weißt du? Inspiration ist eine launische Geliebte. Hä? Ach, genug abgeschweift. Du siehst ja, wie viel ich hier noch aufzuräumen habe. Na gut. Wo sind wir denn hier überhaupt? Alter. Krass, ey. Also, da ist Abkürzung nach unten, alles klar. Alles klar.
Rat der Walküren. Wo sind wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Ja, was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Hier ist gar nichts von Wert. Sieht aus wie eine Arena. Ich glaube, wir sind ein bisschen früh hier. Wenigstens etwas. Pah. So krass, das Game. Keine verkackten Raben. Gut, komm, Junge. Er möchte nicht. Gut. Wenn er nicht möchte, möchte er nicht. Mich deucht, hier war ich schon. Ich glaube, hier hat man angefangen. So, jetzt kann ich ja mal testen. Wie kann ich denn? Kann ich hier? Ja, ganz oben. 57. Nee. Ja, falsch. Rat der Walküren.
See der Neuen. Auch noch ein Rat der Walküren. Direkt hinter dir! Kann nicht blocken, ey. Leck mich fett. Ja, merke ich. Aber ich glaube, die könnten mir kriegen. Fiesen Möps, die. Boah, kannst den Arsch nicht blocken, ey. Geh weg. Das ist der letzte. Ja, ich weiß. Der Kleine hat ihn umgebracht. Weltenstaub.
Wo der eine auf einmal hin ist, das frage ich mich. Ja, hier waren wir schon. Hä? Also ich meine, hier war alles abgeratzt. Ein Drache befreit und gut ist. Gut. Auch nichts mehr dran. Nur hier das Gestrüpp, das würde ich ja gerne wegmachen, ne? Weil da drin liegt auf jeden Fall was. Aber keine Ahnung, wie das Gestrüpp wegzumachen ist. Oh, oh. Du wurdest zu früh aus dieser Welt gerissen. Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulweg ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulweg wieder ganz. Wie soll das gehen? Ihre Knochen holen? Ich geht. Gulwegs Sädelmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Sie haben drei Knochen der süßen Gulweg genommen und am See verteilt. Aha. Bring mir ihre Knochen, Kind. Gulweg wird dich belohnen. Ah, gut. Der besondere Meister befindet sich gleich hinter diesem. Oh. Oh, hast du ihn schon? Bitte, meine schöne Gulweg. Diese Welt leidet ohne ihren Geist. Vater, vielleicht sollten wir die Knochen doch suchen. Warum? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind. Such sie, wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Leben, 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 Leben. Kratos, ich hab's
schon mal gesagt, aber ich sag's gerne wieder, du hast hier überhaupt gar nichts zu melden. Weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Bitte. Rüstung. Epische Splitter. Und der ist sowieso, also Türs Dingen ist Hammer. Überall 6 Dinger obendrauf. Außer bei Glück, da gibt es 10. Gol weg. In diesen Knochen steckt Magie. Das muss Gol weg sein. Können wir den mitnehmen? Vielleicht finden wir ja die anderen. Der Geist lügt dich an, Junge. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Sie alle sind Lügner. Der hier ist anders. Ich weiß es. Du weißt sehr wenig. Was ist denn da im Wasser? Wo mussten die denn da die Knochen da bis da hier nach oben schleppen? Da liegt der Schädel. Gulwegs Knochen. Was wirst du ihr sagen? Gulweg? Deine Mutter. Das liegt dir auf dem Herzen. Ich glaube, ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Sie ist tot, Junge. Das weiß ich. Ich... Das verstehst du nicht. Du auch nicht. Bisher getan haben. Der Mann, der bei unserem Haus war, mit der Weltenschlange zu reden. Wir haben so unglaubliche Dinge erlebt. Ich will ihr einfach davon erzählen. Ey, der Questmarker, ne? Was würdest du ihr noch sagen? Dass es uns beiden gut geht. Dass sie sich nicht Sorgen braucht. Atreus, ich vermisse sie auch. Das weißt du. Ich dachte, ich wüsste so wenig. Der letzte Knochen. Ja. Dann können wir sie auch dem Geist bringen. Vielleicht hält er sein Wort. Ich weiß, dass sie nicht wiederkommt. Hörst du? Ich weiß das.
Vergiss es. Bring wir die Knochen zurück. Ja, kannst du haben. Wir haben die letzten Überreste deiner Frau eingesammelt, Geist. Zeig uns diese versprochene Magie. Ah, meine süße Gulweg. Wieder ganz. Erhebe dich, teure Gulweg. Erwache, o mächtige Gulweg. Agni Ukarbithias. Gesagt, sie wird unsere Mitte erhören. Und uns wieder vereinen. Der hat geflogen, der Kack. Frisch aber auf die Fresse, wohl weg. Jetzt haben wir noch Knie. Na los, sag schon. Hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Du bist ein naiver, dummer Junge. Das stimmt ebenfalls. Aber lass deine Enttäuschung nicht an mir aus, Junge. Zieh deine Lehre daraus. Ja, Vater. Tja, aber Trophäe erhalten haben wir. Fieser, also bis jetzt waren die Geister alle ganz cool. Dieser Meißel, den wir suchen, was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst, da habe ich die beste Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tabor. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hatte. Der stolze Tabor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rindur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz Bong! Schlug seinen Sohn. Rindur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tabor seinem Sohn nach. Doch aufgeregt er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Thor tötete ihn. Oh nein, er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Der Sack. Sag einfach Bescheid.
soweit. Mach dich bereit, Junge! Noch einer. Wir suchen einen Meißel. Spitze, ja. Einen sehr, sehr großen Meißel. Thanos ist. Thanos, sag ich schon. Der Kristall im Ring sieht vielversprechend aus. Ja, aber ich will erstmal noch hier wieder hören, dass ich da nicht reinkomme. Magisch versiegelt. Magisch versiegelt. Ist das ein Ring? Mist, das hat gar nichts gebracht. Trick. Danke. Deine Idee. Was kaputt ist, kann nicht plötzlich wiederbelebt werden. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Schon klar. Junge. Hab ich jetzt aber kurze Schrecksekunde gehabt. Vater, sieh mal da oben. Eine Brustrüstung. Aber in Blau. Unsere ist schon lila, glaube ich, ne? Ui! Da ist er! Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Alter! Ach so, er hat den Meißel im Kopf. Feinde! Was? Sag einfach Bescheid! Wo denn? Da? Mach dich bereit, Junge! Erstmal voll daneben geschossen. Noch nicht bereit, leider!
Wow, wow, wow. Machst du die Kiste da auf? Alter! Ich glaube, das hat gar keinen Effekt. Das ist deine Chance! Von hinten! Fast geschafft! Nur noch zwei! Achtung! Rechte Seite! Komm! Scheiß Vieh! Ups! Tic-Tac sagt, wir haben gleich fertig. Ups. Nur eine Möwe. Was ist denn das da, Junge? Lies vor. Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Na ja. Man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebt sie und verehrt sie ihn hier. Gut, klappt nicht. Alter, er hat hier Finger. Blau. Blau will ich nicht mehr. So. Was? Ist in der falschen Richtung. Naja, was ist das da? Aha. Das passt. Gut. Alter, wie imposant und episch das doch ist, ne? Tja. Na gut. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.